Meine Damen und Herren, eine Stellungnahme zu den Londoner Vereinbarungen und zu der Erklärung des Herrn Bundeskanzlers vom Dienstag kann sich nicht auf eine kritische Untersuchung des Inhalts der Londoner Vereinbarungen beschränken. Das Scheitern des Vertrages über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft hat eine neue Lage für die Außenpolitik der Bundesrepublik geschaffen. Diese Überzeugung hat die sozialdemokratische Bundestagsfraktion veranlasst, auf eine außenpolitische Debatte im Bundestag vor Beginn der Londoner Konferenz zu drängen. Der Herr Bundeskanzler hat in seiner Rede vorgestern hier die Auffassung vertreten, dass die Londoner Vereinbarungen die folgerichtige Fortsetzung der bisherigen Außenpolitik der Bundesregierung seien und dass der Erfolg der Londoner Konferenz deshalb erneut die Richtigkeit dieser Politik bestätigt hat. Dieser Versuch, meine Damen und Herren, das Scheitern der bisherigen Außenpolitik der Regierung zu verschleiern, ist verständlich. Aber im Interesse der historischen Wahrheit muss festgestellt werden, dass die jetzt in London vereinbarte militärische Aufrüstung der Bundesrepublik im Rahmen des Brüsseler Paktes und der Nordatlantikorganisation etwas völlig anderes ist als die bisher von der Regierung und ihrer Mehrheit vertretene Europapolitik. Wir sollten uns aber gerade auch im Verhältnis zu den anderen Staaten und nicht zuletzt zu den Vereinigten Staaten von der primitiven Vorstellung freimachen, als könnten wir vollständiger und zusammenhängender Entwurf vor, aber wir wissen, dass in den nächsten Tagen noch